Salü, schön, bist du wieder dabei. Wir spielen wieder Transport Fever 2, also nehmen schon Platz und schau zu. Gestern habe ich ja, das kann ich noch schnell einmal vorholen, gestern habe ich ja den super Zug hier eingesetzt, den ich ja schon eine Zeit lang überlegt habe, ob ich es nicht wirklich mal machen sollte. Warte, jetzt, wo ist der Cape? Da ist er. Unser schön BLS DPZ, ja. Legitim. Die Leute hier, die fragen sich auch, was das soll. Steigen zwar Leute aus, also der Bedarf ist offenbar da. BLS 001. Es ist ein bisschen im Design gehalten von der EW3, von der BLS EW3. Also es ist nicht unbedingt direkt an den Mutz angelehnt, sondern wirklich an die EW3, ehemals Swiss Express natürlich. Und das passt also ein bisschen wegen der komischen, flach, also schräg abgeflachten Form vom Steuerwagen. Also ist das glaube ich schon ein bisschen die Orientierung gewesen. Die haben ja so ein bisschen so ausgesehen, bevor sie verschrottet wurden. Ui, Batterie fast leer, Moment. Schnell Stromschienen anlassen. Jo. Ja, das schaut die EW3 weg von der BLS-Linie, also vom Interregio 66, wo die sind gefahren. Und natürlich auch im Oberland ist sie ja irgendwo neu eingesetzt worden, diese Baureihe. Jetzt haben wir auch Mika. Ich finde Mika ehrlich gesagt nicht schlecht, dass ich das mal ein bisschen platzieren könnte hier. Aber die EW3 hat natürlich noch einmal den geschichtlichen Faktor gehabt, dass die der Swiss Express waren. Die Ikone im Fernverkehr von SBB. Und dass die dann so lange noch gelebt haben, war krass gewesen. Aber eben, jetzt sind sie weg, jetzt ist sie Geschichte. Immerhin hat SBB Historik ja da etwas vor mit denen. Dass sie dort so ein Swiss Express Revival machen. Und das freut mich, da freue ich mich drauf. Da wird ich dann dabei sein, wenn die jetzt das erste Mal Fahrt machen. Aber jetzt machen wir erstmal weiter, statt nur die ganze Zeit im Zeug zu rumschwätzen. Über alte Züge. Wir hatten hier noch ein neue Züge gehabt. Und zwar habe ich ja zum einen hier mal die Lok ersetzt, dass jetzt der Zug hier ein bisschen besser performt. Der beschleunigt jetzt mal ein bisschen anständiger. Da sehen wir noch gerade. Mit der Europa-Loki und den Schüttgutwegen hier. Gut, also schnell beschleunigen ist etwas anderes. Also ein Flirt beschleunigt sicher schneller als der Zug, aber hey, schneller als vorher. Vorher haben wir auch die RE44 drinnen gehabt. So, das heisst, das Stahlwerk hier bekommt jetzt regelmässig oder besser gesagt häufiger Rohmaterial zum Stahl herstellen. Und das ist gut. Das heisst aber, dass ich hier sowieso gleich mal einen zusätzlichen Wagen anhängen beim Stahlzug. Der ist jetzt erst abgefahren, glaube ich. Jo, mit 60 Stück Stahl. Der wird jetzt hier noch einen weiteren Rungenwagen dran tun. Dann können wir den quasi sukzessive verlängern. Und ja, ich habe das gesehen, die Performance ist wieder mal nicht so gut. Im Moment scheint es wieder ein bisschen zu lagen, zwar jetzt hat es sich wieder ein bisschen beruhigt, also, der ist gut. Dann können wir das so weitermachen. So, hier haben wir immer noch mehr als genug Material. Sprich, ich könnte eigentlich, ja weißt du, das mache ich jetzt sogar. Zack. Ich tue einfach schnell duplizieren. Dann haben wir jetzt doppelt so viel Kapazität auf dieser Linie, statt dass ich hier noch x Wagen anhänge hinten dran. Machen wir das, was die Linie dafür ausgelegt ist, und zwar, dass wir hier ganz einfach zwei Züge im Karussell fahren gegen Uhrzeigersinn. Heisst, der Zug der müsste jetzt aus dem nächstbesten Depot rauskommen, hoffentlich aus dem richtigen. Ja, ist gerade dort, schau. Hier kommt er raus. Und hier fährt gerade unser Ding, unsere S1 mit dem kleinen Kiha. Wie viel ist das? Kiha was? Schnell schauen. 54, okay. Kenne ich leider nicht auswendig. Nur Kiha 40 natürlich. Und 58 kenne ich auch noch. Der fährt hier und der ist immer noch genug für seinen Bedarf. Also da muss man nichts ausbauen. Das ist das Coole an diesem Zug. Der fährt einfach hier und hat genug Platz für die Passagiere, die hier fahren wollen. Hier Gegenrichtung 19 Personen. Also perfekt. Etwas Längeres brauchen wir gar nicht. Das ist gut. Dort hinten sehe ich wieder etwas Hässliches. Ja, so schön sieht er halt wirklich nicht aus. Er sieht einfach lustig aus und irgendwie schon cool, aber auch einfach nicht schön. Es passt halt einfach nicht. Aber wenn wir schon keine EW3 haben in diesem Spiel, dann ist wenigstens das ein guter Ersatz, den der Modder hier hat gemacht mit dem Repaint. Also das ist schon nicht schlecht. So, und der Dung, was haben wir eigentlich dort? Ah ja, das ist der neue Zug, der ist jetzt gerade auf der Überführung. Sehr schön. Apropos Überführung, wo sind jetzt unsere neuen Güterzüge mittlerweile für die neue Werkzeuglinie? Das sieht aus, als wäre der erste schon da, oder? Der ist jetzt zum ersten Mal hier raufgefahren.
hier über das Überführungsgleis, quasi, über die Überführungsweiche hier, und jetzt ist er hier gekehrt. Und jetzt fährt er zum ersten Mal am Bahnhof über, wo er geht, Holz abholen. Dort ist auch schon genug Holz parat. 80 haben wir dort, und wie viel kann der laden? 120, also muss ich noch nichts anhängen, jetzt für die erste Fahrt. Aber für die nächste dann schon. Und jetzt ist natürlich der Zeitpunkt gekommen, jetzt wo der Zug hier ist, dass das hier muss abgelöst werden. Sowieso, die kommen ja nicht mal hinten nach. Schau mal das schöne Holz, das im Regen aussen steht und kaputt geht, weil die das nicht ausliefern können. Also, die Wood Ace T, dort sind im Moment 7 Rossfuhrwerke drinnen. Die müssen jetzt weg. Die werden verkauft. Inklusive Fuhren, die braucht es heute sowieso nicht. Die verkaufen wir einfach alle zusammen. Es tut zwar wirklich ein bisschen weh, aber oben haben wir ja noch. Oben haben wir ja noch die anderen, oder? Die hier die Baumstämme abliefern. Das ist ja nicht die gleiche Linie, oder? Jetzt habe ich gedacht, vielleicht habe ich die Linie dann mal noch kombiniert, dass die Fuhrwerke hier auch noch raufgehen holen, aber das ist nicht so. Das sind so separate Linien. Dann verkaufe ich das hier mal. Es wird sicher nicht mehr viel geben. So, 1000 pro Stück ungefähr. Der Giro ist auch gerade raufgekommen. Ich weiß nicht, ob man das gehört, wie der miaut hier. Hallo Giro? Na? Giro! Ciao? Ja, ja. Er ist gerade heimgekommen. Wahrscheinlich war draußen wieder viel los. Jetzt geht er dann schnell etwas essen. Dann kommt er dann zu mir sitzen. Oder liegen. So, das wäre die Wood Ace T gewesen, die kann ich jetzt löschen. Die braucht es nicht mehr. So. Und dann könnte ich auch das hier entfernen, das ist schon Geldverschwendung, das brauchen wir nicht mehr. So. Und die komische Strasse, die ich dort gebaut habe, eigentlich auch nicht mehr. Aber das lohne ich jetzt noch gerade. Und dann, was haben wir hier noch gehabt? Hier habe ich noch das hier. Also der Entladepunkt, den braucht es definitiv nicht mehr. Und der Punkt hier auch nicht mehr. Dort hier ist aber noch eine Linie dran. Da muss ich jetzt natürlich auch schauen. Dort haben wir auch noch 4 von diesen Fuhrwerken. Alle fort. Auf dem Tool Ace T. Der Tool Ace T selber kommt auch weg. So, sind wir mal radikal. Und dann können wir dementsprechend das hier auch löschen. Also verkaufen, abreißen, was auch immer. Ist ja gleich. Voilà. Man hätte es beibehalten und als Parkplatz vermieten oder so. Irgendjemand hat da sicher einen Parkplatz gemietet. Vielleicht von den Mitarbeitern oder so, von der Werkzeugfabrik. Man weiß es auch nicht. Irgendwie müssen die auch hierher kommen. Oder wohnen die an ihrem Arbeitsort. Man weiß es nicht. Item. Dann ist das gemacht. Also haben wir jetzt das komplett umgestellt auf Bahnbetrieb. Nicht nur ergänzt mit den Zügen, sondern die haben jetzt das abgelöst hier. Jetzt sollten die hier langsam Werkzeuge bekommen. Für das muss ich jetzt aber nur noch die Auslieferung machen. Die gehen bis hier rum, he? Und dort oben, ja, Industriegebäude, die brauchen dann eher Benzin, glaube ich. Ich glaube, Tools ist auch für die Geschäftsgebäude, oder? Moment, da muss ich jetzt schnell die Karten aufmachen, dass ich das überprüfen kann. Ja, tatsächlich, Industrie ist Benzin und Geschäftsgebäude die Werkzeuge verkaufen. Ja, darum denkt vielleicht, ist das mit dem Benzin, dass sie alles Tankstellen oder so, und dann kann man das halt so kaufen, aber das ist offenbar nicht so. Also, dann haben wir das hier unten, sind alle Werkzeuge geschäft, aber dort hier ist auch noch eins, das muss man beachten. Jetzt muss ich halt schauen, ist das auch abgedeckt dort? Wahrscheinlich schon, hä? Ja, das sieht abgedeckt aus. Hier links das Werkzeuggebäude von dieser Haltestelle, ja, ja, das ist gut. Ist hier so ein Exot, quasi mit im Wohngebiet noch so ein Verkaufsgebäude. Ist jetzt halt so. Dann haben wir aber hier unten noch ein paar. Das heisst, dort kommt sicher mal eine Haltestelle her und dort oben auch noch. Also. Ich würde fast sagen, ich tue das sogar aufteilen in nur noch 2 Stationen. Ich nehme die, die es jetzt schon hat, weg. Dort ist ja jetzt eh keine Linie mehr. Ich tue hier eine Haltestelle her, zum Entladen. Damit sie hier oben garantiert alle abdeckt. Und hier unten. Wahrscheinlich sogar hier. Oder hier. Nein, hier, weil dann sind wir hier wirklich definitiv abdeckt mit all dem Zeug.
noch schnell überlegen, wo ist jetzt die andere gewesen? Wo habe ich jetzt die hergebaut? Aha, ich habe eine Bushaltestelle gebaut. Leck, bin ich blöd. Die hier habe ich gesetzt. He? Das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. So, das wollen wir natürlich. Jetzt haben wir gefragt, wo ist jetzt der Lastwagen-Entladepunkt? So. Hätte es eigentlich direkt ersetzen können. Also dort sind wir bis dort angeschlossen und dann muss ich jetzt im Grunde genommen... Ja, ich würde schon sagen, wir gehen bis hier runter. Hier, hier, nein, da ist das der Dusse nicht mehr angeschlossen, Mist. Also dann muss ich doch hier die Haltestelle machen und hoffen, dass das der Dusse trotzdem angeschlossen ist. Moment schnell. Da hier eben Schulstrasse, das ist sie. Da ist das alles angeschlossen, das hier ist da. Und die Abdeckung geht bis da. Hier haben wir die Wohnhäuser und hier ist glaube ich irgendwo noch das Geschäftsgebäude dazwischen. Oder ist das hier? Wo ist jetzt das? Das, was da noch so exotisch drin war. Dort. Und ist das angeschlossen? Nein, ist es nicht. Da ist es zwischendrin. Ah, schau da. Es ist eine Postfinanzstation. Und für was brauchen die Werkzeuge, wenn ich da frage? Seit wann verkauft die Postfinanz Werkzeuge? Das ist so komisch, einfach das Postfinanz-Logo hier. Aber ja, das ist tatsächlich so ein kleines Gebäude mit Postomaten drin. Ich finde das cool mit diesen Schweizer Logos. Giro, wieso schaust du da so erwartungsvoll mich an? Ja, ist ja schon gut. Der weiss auch wieder nicht, was das soll, dass ich da so vor mir herrede. Gut, dann muss ich halt weg dem Postfinanzgebäude noch schnell Umweg fahren. Und wie machen wir das? Ich würde auch halt einfach trotzdem noch schnell hier halten, dass das dort hier auch angeschlossen ist. Das ist ja auf dieser Strassenseite, sprich, ich muss auch sogar als erstes hier unten durch, dann hier runter kehren, und dann hier rauf und dann zurück. Also, aber zurück woher ist die Frage. Ich muss hier natürlich auch noch den Ladeort hier haben. Da könnt ihr jetzt gerade als Vorbereitung auf die Zukunft von Anfang an auf beiden Seiten eine Plattform haben, dass ich dann auch Benzin kann laden kann. Später. Und das tue ich mal so her. Für das ich dann auch erweitern kann. Jetzt muss ich schnell schauen. Wahrscheinlich setze ich das gescheiter an diese Strasse hier, gar nicht an die andere hier. So, und dann tun wir das hier schön parallel bauen. Voilà. Noch ein bisschen näher, dass der Weg nicht so weit ist. So, und dann kann ich das später hier noch verlängern. Beziehungsweise das verlängere ich sogar jetzt schon, zumindest die eine Seite. Für dass wir dann hier wirklich viel Werkzeug entgegennehmen können. So, also. Das können wir hier wieder mal zutun, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt kann ich die Linie einrichten. Das wäre ja der RO-Tool. So. Moment, oder habe ich so etwas schon irgendwie oder so? Nein, das sieht gut aus. Also RO-Tool machen wir. Neue Linie, dann wäre das von hier, wie gesagt, via hier, nach da und da. Und dann wieder retour. Und wie fahrt er das ab? Genau hier auf der richtigen Strassenseite, das ist gut. Hier geht er dann schnell unten durch, das müssen wir jetzt halt damit leben. Dann biegt er hier so ab, okay. Ja, das ist ein kleiner Umweg. Es wäre schöner, wenn das auf der anderen Strassenseite wäre. Dann könnt ihr wenigstens hier oben durch. Darum mache ich das jetzt sogar schnell. Falsch, so. Dafür die andere Seite hier wegnehmen. Hallo? So. Und jetzt sollte die Linie eigentlich auch schon ein bisschen anständiger verlaufen. Hä? Wieso geht jetzt der hier so durch? Moment. Aha, der geht hier unten dran kehren. He? Der geht so hier einmal rundherum. Und dann geht er hier rauf und dann hier rüber. Und das ist schon ein bisschen ein Zeichen. Wenn wir schon dabei sind mit Sachen umsetzen, machen wir das hier auch noch schnell. Wie sieht es jetzt aus? Ja, jetzt ist gut. Jetzt haben wir hier die schöne Geräte und hier fährt eben auch kein Bus. Das ist der Vorteil. Wenn wir keine andere Linie, wo es einen Konflikt gibt, nur hier näher schnell. Aber ist ja nicht tragisch. Eigentlich ist es völlig egal. Hier haben wir eh nicht viel Verkehr. Also. Das lassen wir so, dann ist es gemacht. Das ist eben, wie gesagt, RO-Tool. RO-Tool. Und da müssen wir jetzt den Lastwagen haben, zum Ausliefern.
Ich würde auch mal mit einem anfangen und das auch später erst ausbauen. Weil da wird jetzt sowieso noch nicht so viel los sein. Hallo da, unser Dings, unser Bernmobilbus. Vielleicht sollte ich den in dieser Stadt jetzt auch gleich einsetzen. Weil ich habe gesehen, dass es hier viele überlastete Stationen gibt. Vielleicht muss ich auf dem ROB1 etwas machen. Und vielleicht könnte ich dann mal eine neue Linie machen, die hier bis runter kommt. Das wäre auch noch gescheit. Dass wir hier eine Linie machen, die vielleicht sogar nonstop durch die Stadt durch bis am Bahnhof fährt. Für dass die hier auch etwas besser angeschlossen sind. Das mache ich jetzt aber noch nicht. Sondern ich will Lastwagen haben. Jetzt haben sie es wieder zugemacht, hello. Da haben wir es, voilà. Und zwar Werkzeuge, da brauchen wir ganz offensichtlich ihn hier. 25 kann er laden, ich behalte mal nur einen. Also ich kaufe mal vor allem nur einen. Der Unterhalt geht auf sehr hoch, weil der wird lange hier im Einsatz sein, der wird für immer hier im Einsatz sein sogar. Wahrscheinlich. Und dann nehmen wir den hier auf RO Tool. So, wann kommt er? Da ist er. Sodeli. Also, das ist gut. Die Werkzeuge sollten jetzt langsam mal hergestellt werden. Ja, Holz ist jetzt da. Und jetzt, wo auch die Lastwagenlinie zum Ausliefern da ist, wird zum ersten Mal auch verschickt. Da. Jetzt wird es hier hier gleich aufgezählt. Da kommen gleich beide Züge gleichzeitig her. Kommt noch ein bisschen mehr Holz. Und der hier, nein, der bekommt immer noch nichts, das ist schade. Aber hier sollte jetzt langsam das erste Werkzeug herkommen. In der Theorie. Die haben hier schon ein bisschen konsumiert, aber es ist noch nichts ausgeliefert worden. Aber im Grunde genommen sollte es jetzt hier langsam losgehen. Jetzt, wo hier alle bestellen und so. Ah ja, schau jetzt wird hier aufgehäuft, weißt du was? Du, Schätzu, du kehrst noch einmal. Gehst du noch einmal holen. Und dann fährst du wenigstens nicht komplett für nichts. Also, was haben wir jetzt hier noch gehabt? Hier am Bahnhof warten auch extrem viele Leute auf die beiden Linien. Ich würde hier vielleicht ein komplett neues ÖV-Konzept einführen. Wir haben hier so ein bisschen Nord und Süd aufgetrennt. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt so. Ich mache eine Buslinie, die das Nordquartier mit dem Bahnhof verbindet. Und eine, die das Südquartier verbindet, also einfach die Südhälfte. Und dann gibt es noch eine, die einfach Nord und Süd verbindet. Dass man hier auch hin und her fahren kann innerhalb der Stadt. Das muss ja nicht jeder an den Bahnhof. Das fände ich jetzt noch eine legitime Sache. Mal schauen, ob das aufgeht. Und ich stelle mir das so vor, dass ich quasi hier im Zentrum so ein 8 fahre, so wie ich jetzt die Maus bewege, oder? So. Das ist die Linie, die Nord und Süd verbindet. Und dann gibt es einfach eine Linie, die hier am Bahnhof abfährt. Und sagen wir mal, hier ins Quartier reingeht und da hier alles miteinander verbindet. Vielleicht kann der auch noch schnell hier der Hauptstrasse entlang oder so. Einfach irgendwie schnell so eine Kehr durch das Zeug. Und am besten zwar ohne Umstiegmöglichkeiten, das wäre noch gut. Und dann gibt es die zweite Linie, die fährt einfach hier auch direkt über die Hauptstrasse hier runter. Oder vielleicht hier über die Seitenstrasse. Und die schließt einfach das Zeug hier unten. Und fährt dann direkt ohne Halt wieder zurück am Bahnhof. Dann haben wir das ein bisschen verteilt. Ich glaube, das mache ich mal so. Und mit dieser Linie fange ich jetzt gleich an, weil hier ist... Gut, hier ist zwar eine Linie und hier sind grundsätzlich fast alle Gebäude angeschlossen. Aber ich würde jetzt hier mal neue Haltstellen setzen für das. Das kann ich jetzt noch schnell in dieser Episode machen, dann muss ich schon gleich wieder den Schnitt setzen. He? Also, hier kommen wir rein, hier können wir das als die erste Haltestelle brauchen, dann hier zweite, dritte, dann gehen wir mal hier runter. Hier können wir sicher mal noch eine setzen. Dann gehe ich hier um eine Ecke, halte hier. Dann fahren wir hier vorne. Hier oben halte ich sogar auch, oder ist das sogar schon ein bisschen übertrieben? Mal kommen wir fahren hier oben durch, weil jetzt bekommen wir die Material, die werden hier sicher noch expandieren. Und dann gehen wir hier wieder zurück. Da würde ich vielleicht mal hier in der Hälfte von dieser gesamten Strasse hier halten. Ungefähr hier. Warten wir schnell auf Autosave. Voilà. So, dann fahren wir hier so durch. Und nachher hier einfach entlang dieser Strasse hier zurück. So machen wir das. Dann schließen wir das Quartier wirklich so. Und dann kommen wir hier gar nie wirklich mit dem Zeug hier in Kontakt, hier oben.
dann ist das wirklich eine komplett separate Linie hier. Die einzige Umstiegsmöglichkeit ist dann einfach hier, wenn wir hier auf die Achterlinie hier kommen. Das ist schon mal gut. Komm, die tun jetzt mal erstellen. Das wäre ja die ROB3. Die gibt es ja noch gar nicht. Schnell kontrollieren, nicht, dass ich es euch erzähle. Jawohl, gibt es noch nicht. Dann machen wir das. Hier gehen wir aber auch ab dem Bahnhof. He? Hier, ja, ist eigentlich egal, ab welcher Haltestelle. Da wird es jetzt beides ersetzt, sowieso. Also, ich starte mal dort oben. Die hat keinen Namen übrigens, die Station. Dann gehen wir mal dort her, haben wir gesagt. Nachher hier einmal unten durch. Sogar ganz unten durch. Dort an Stutz. Und dann eben hier zurück und hier halten wir sogar an jeder Haltestelle. Und hier auf dem Rückweg an den gleichen. So, jetzt habe ich jetzt erst Leichenweg gelesen, statt Lerchenweg. Das ist ein bisschen ungünstig. Hallo, ich wohne am Leichenweg. Sehr schön. So, das wäre eben der ROB3. Voilà. Und dann können wir jetzt dort theoretisch schon den ersten Bus einsetzen. Da wartet jetzt aber noch ganz schnell. Ich werde dort die Umverteilung der Fahrzeuge dann gesamtheitlich machen auf diesen drei Linien. Dann haben wir den ROB2. Ich werde machen, dass der 2er hier oben wird fahren und dass dann der 1er quasi die Linie ist, die alles verbindet miteinander im Zentrum. Der 2er machen wir so. Wie soll der fahren? Der soll ja auch ab Bahnhof kommen und hier ein bisschen das Zeug erschliessen. Die Haltestelle ist am 1er, das heisst, die müssen wir sicher nicht her. Aber ich würde vielleicht hier ins Quartier rein, in die Industrie, hier eine Haltestelle. Vielleicht gerade hier oben am Anfang. Dann können wir hier unten wieder eine machen. Nachher gehen wir hier rüber, sicher hier halten und dann noch hier. Dann gehe ich vielleicht hier rum kehren und dann fahren wir hier wieder zurück durch das Quartier. Das machen wir so. Also, dann haben wir gesagt, hier, also ich nehme mal diese Strasse hier. Hier sogar noch näher an der Kreuzung. So, voilà. Nachher dort unten. Dann gehen wir dort hier weiter, so hier überall halten. Hier einfach einmal rundherum. Ich könnte eigentlich hier auch unten durchgehen und anschliessen. Dass man wenigstens das hier noch erschließt. Ich könnte es aber auch sein. Wobei die Haltestelle dort oben, die ist ein bisschen sinnlos. Ich würde sonst einfach die hier überspringen, aber direkt die hier als Endstation anschliessen. Also ich könnte natürlich hier oben durch, hier runter. Und dann vielleicht hier um einen Block und hier wieder rauf oder so. Ich glaube, das mache ich. Das mache ich dann spontan beim Einrichten von der Linie. Das machen wir übrigens jetzt. Eben ROB2. Der ist im Moment, wie fährt der? Ah, der fährt da so einen komischen Kreis einmal um die ganze Stadt. Ja gut, das kann ja nicht Gewinn bringen. Also ROB2, da tun wir einfach mal alles entfernen. Adieu, merci. Dann fangen wir mit dem hier an. Das ist quasi die andere Linie hier. Dann gehen wir hier her, die Goethestrasse und dann einfach hier das obere Quartier abklappern. Und dann gehe ich jetzt halt wirklich mal hier durch, hier halte ich nicht und dann wieder hier zurück. Dann fahren wir dort hier oben durch. Und hier haben wir wahrscheinlich einen geringeren Bedarf, das ist klar. Hier werden wahrscheinlich nicht so viele Leute fahren, weil das in der Industrie ist. Von der Industrie, gut mal, es können natürlich Leute hier arbeiten, also das ist ein bisschen für Pendler interessant hier. Ja, der ist auch doch nicht so schlecht, he? Der ROB2. Wie ist das? Haben wir eigentlich hier so einen Waypoint zum Kehren hier oben? Oder ist das... Nein, der kehrt hier. He? Ich würde das... Aha! Ja, stimmt, ich habe das ja so gemacht, dass ich hier an der einen Haltestelle habe ausgeladen und der anderen eingeladen. Darum ist das hier so ungleich verteilt. Darum ist hier gar niemand am Warten. Ich würde das sonst so machen, dass ich immer hier kehren, oder? Oder ist das doof? Oder ich kann das ja weiterhin so machen, dass man hier aussteigt und hier einsteigt. Weißt du, sie behalten das einfach bei. So schlecht ist ja das System gar nicht. Dann machen wir hier am Schluss noch einen Halt zum Aussteigen. Dafür kommt der hier weg. Ich muss das... muss eh noch neu setzen. So, und hier zum Einsteigen. Müssen wir noch schnell markieren. Hier zuerst nicht laden. Und beim zweiten nur laden. So. Das passt. Und dann beim ROB3 in dem Fall genau gleich. Da habe ich noch im Moment hier oben drin.
Und hier muss ich jetzt aber am Schluss unten dran in drin tun. Und dann tun wir auch hier nur entladen. Und dort hier laden. So. Also. Das ist gut. Und dann haben wir jetzt im Grunde genommen nur noch die dritte Linie. Also der ROB1, der muss jetzt hier im Zentrum irgendwie fahren und der geht dann gar nicht mehr Bahnhof. So, das ist jetzt aber nicht mehr der Inhalt von diesem Video, weil das ist jetzt schon wieder ein bisschen zu lang geworden. Schön, bist du immerhin dabei gewesen und hast jetzt da zugeschaut, wie ich hier komische Buslinien habe eingerichtet. Morgen geht es weiter und dann setze ich zum ersten Mal den Bus, den Volvo 7700 von der Bernmobil ein. Excuse, jetzt haben wir schnell irgendwie so halb georbset. Schönen Episodenschluss auf jeden Fall. Also, Bernmobilbus morgen. Man sieht sich, gell? Ciao.